Wenn man als Künstler, Beatproduzent oder Band wirklich durchstarten will, kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, sich auch mit möglichen Finanzierungsmodellen für sein eigenes Projekt auseinandersetzen zu müssen. Ein guter Weg, das Risiko auf viele Schultern zu verteilen, ist die Finanzierung durch Crowdfunding. Wir haben für unsere Band schon mehrere Projekte erfolgreich finanziert und zeigen dir, wie man ein Crowdfunding-Projekt im Internet anlegt. Wir sprechen über Content, Goodies, Transparenz für die Community und worauf man wirklich achten sollte, um seine Chancen für eine erfolgreiche Finanzierung zu erhöhen. Zeig's dir. So, geil, dass wir heute bei dir sind. Jo, vielen Dank. Dein Arbeitsplatz. Geil. Ja, wir sprechen ja heute, ne? Wir sind ja auch seit 2009 schon auf eigenem Label und haben uns da zwangsläufig ja auch schon Gedanken gemacht, jedes Mal, wie man dann irgendwie die großen Visionen dann auch in die Tat umsetzen kann und vor allem finanzieren kann. Genau, und da gibt es natürlich jetzt tolle Möglichkeiten, ja. Und Crowdfunding war ja auch für uns zweimal schon eine super Sache und da tauchen wir jetzt mal an einem Beispielprojekt in die Materie ein und zwar auf Start Next. Also Start das Next, war genau. Das Portal, das wir uns damals ausgesucht haben, da gibt es ganz verschiedene. Gibt auch noch Kickstarter, Indiegogo, Pledge Music. Da kann man sich ja auch reinlesen, ne? Weil manche verlangen dann auch Provision und manche nicht. Genau, jedes Portal hat so seine Vor- und Nachteile, aber für uns war damals Start Next irgendwie von der Abwicklung und für mich persönlich damals auch ein großer Punkt war, dass man dort persönlich betreut wird, was natürlich super ist, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat, war Start Next so das Richtige. Wenn man jetzt also auf startnext.de geht, dann muss man sich erstmal anmelden. Wirklich ganz normaler Anmeldeprozess im Sinne von Name, Geburtsdatum und so weiter. Das ist jetzt hier natürlich schon passiert. Ihr seht es hier oben rechts, das ist quasi mein Profil. Und wenn ihr dann oben links auf den Reiter Starten geht, dann ist quasi so der erste Schritt Richtung eigenes Projekt unternommen. Dann kommt ihr auf diese Unterseite, verwirkliche deine Idee. Möchtest du ein Projekt, Startup oder Produkt finanzieren? Auf Startnext kannst du deine Idee mit der Crowd starten und das machen wir jetzt einfach mal. Genau, legen wir mal ein Projekt an. Eigenes Projekt starten. Okay. Jetzt sind wir hier auf der ersten Unterseite. Was ist deine Idee? Und da kommt es jetzt natürlich drauf an, geht es für euch komplett um eine Albumproduktion? Geht es nur drum, vielleicht mal für einen Song ins Studio gehen? Geht's oder für ein Video? Für ein Video. Wollt ihr eure Merchandise-Kollektion vorfinanzieren oder ein Buch? Also alles, was irgendwie kreativ gemacht werden kann, kann jetzt hier als Idee genutzt werden. Wir haben uns jetzt mal entschlossen, uns für den Film quasi, den wir letztes Jahr als Crowdfunding gemacht haben, das Beispiel nochmal durchzuexerzieren. Ihr gebt hier oben euren Projekttitel ein, also immer noch jung, 15 Jahre Killerpilze der Film und jetzt zum Beispiel als Start Next Link am besten irgendwas wählen, was gut verständlich ist, was euch leicht im Kopf bleibt. Ob das jetzt immer noch jung ist hier in dem Fall oder euer Bandname, euer Projektname, euer Albumtitel. Ja. Also irgendwas, wo auch die Fans nicht lange überlegen müssen, wie war jetzt noch mehr der Titel, sondern wirklich was leicht Verständliches. Dann ist quasi schon das erste Ding getan, der erste Schritt unternommen. Ah, schau mal. Ja, steht schon da. Und ihr seht jetzt schon, der Titel der Page steht fest. Jetzt geht hier links ein Reiter auf, wo man eben die ganzen Informationen bekommt, wie läuft denn jetzt so eine Crowdfunding-Kampagne, was muss man alles beachten. Nochmal ein bisschen zur Erklärung, was ist Start Next, wer kann überhaupt ein Projekt starten und was man noch alles beachten muss. Bei einer Start Next-Kampagne, wie gesagt, wir befinden uns auf Start Next, gibt es verschiedene Stufen. Es geht erstmal darum, dass man die ganzen Basisinformationen einpflegt, was wir jetzt auch gleich alles Schritt für Schritt machen. Danach geht es in eine Anfangsphase. Ja. Dann muss diese Anfangsphase quasi auch von Start Next bewilligt werden und erst im zweiten oder dritten Schritt geht es wirklich in die reine Finanzierungsphase. Also ihr müsst auch keine Angst haben, wenn ihr jetzt hier irgendwas eingebt, dass es direkt so ins Internet geht, sondern es geht alles Schritt für Schritt. Also, wir klicken jetzt hier an, ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und mein Projekt erfüllt die Richtlinien. Land, egal wo ihr sitzt, wir machen jetzt Deutschland. Jetzt geht es schon weiter. Dein Projekt ist in der Entwurfsphase. Alles klar. Das ist jetzt also so die Phase, in der du festlegst und da kann man sich viele Tage Zeit lassen, Wochen, vielleicht weißt du es aber auch schon vorher. Bei uns, bei den Killerpilzen war es so, dadurch, dass man relativ viele Sachen einfügen muss, habe ich schon viele Tage gebraucht, um erstmal rauszufinden, okay, was wollen wir sagen, wie konkret wollen wir es sagen, wollen wir es eher kurz halten, wollen wir unsere Fans direkt ansprechen oder nicht.
Sehen wir jetzt auch gleich alles. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Entwurfsphase. Also das Projekt beginnt. Machen wir noch einen Film? Ja, genau. Teil 2. Genau. So, jetzt habt ihr hier oben den Titel eurer Kampagne, beziehungsweise unserer Kampagne, die wir ausgewählt haben. Und jetzt geht es um den Untertitel. Der Untertitel ist, nur um mal eine Referenz zu haben, quasi das, was hier unter dem Titelbild steht. Also die erste direkte Ansprache für den Fan. Genau, das ist ja jetzt schon quasi die fertige Crowdfunding-Kampagne. So sieht es dann später aus. Genau, das ist jetzt mal die fertige Projektseite unseres Films, den wir letztes Jahr gemacht haben. Und wie ihr ja quasi genau so eine Seite mit all ihren Details fertig bekommt, machen wir jetzt eben und starten mit diesem Begrüßungstext. Da könnt ihr euch alles überlegen, was ihr wollt. Ihr könnt eure Fans direkt ansprechen. Man kann sagen, ich will es ganz kurz halten, ich will nur was zum Projekt sagen. Ich für meinen Teil, wir für unseren Teil haben beschlossen, dass es wichtig ist, auch die Fans wirklich direkt anzusprechen. Direkt anzusprechen, klar. Das ist die Community, das sind die Leute, die letzten Endes das Projekt auch unterstützen wollen. Also sprich sie auch an, motivier sie, damit sie dein Projekt unterstützen. Wir haben das jetzt natürlich vorbereitet, also diese ganzen Texte. Die Gedanken muss man sich machen, ne? Da muss man sich auch dann einfach die Zeit dafür nehmen. Genau. Mann, wie die Zeit doch rennt. Oder da kann man jetzt auch schreiben, unterstütze uns einfach. Also da ist alles möglich. Das ist eher so eine kurze Einführung, der erste Berührungspunkt von den Leuten mit deiner Start Next Seite. Dann seht ihr hier der Projektlink, den haben wir ja gerade schon ausgewählt. Und unser Projekt war jetzt im Bereich Film-Video. Da kann man viel auswählen. Genau, ne? Also es ist aber alles möglich. Gibt, ja. Comic, Community, Events, Fotografie, Hörspiel, Kunst, Musik, Social Business, Sport, also alles möglich. Wir sind in Film-Video. Ja. So, dann wählen wir hier Stadt aus, machen wir jetzt einfach München. Schlagwörter, da könnte man jetzt zum Beispiel machen, in unserem Fall Dokumentation, Film, Killerpilze als Schlagwort, Band und etc., was dir einfällt. Was ne? dir einfällt zu deinem Projekt. So, dann speichern wir hier und die ersten Basisinformationen sind jetzt quasi schon mal gespeichert, aber eben nochmal Entwarnung, auch noch nicht im Internet, das dauert alles noch. Sprich, man kann erstmal nichts falsch machen. Jetzt gehen wir zur Projektbeschreibung. Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, denn da zeigst du den Zuhörern, den Fans, den Leuten, die einfach auch durch Zufall auf deine Start Next Seite kommen. Sowas passiert auch oft. Solche Crowdfunding-Seiten haben natürlich extrem viele Projekte und es gibt auch manchmal Leute, die einfach durchschauen und besonders interessante Projekte, besonders liebevoll gemachte Homepages auch unterstützen. Wollen, ja. Genau. Also, da sollte man sich wirklich die Zeit geben und auch die Mühe, sich da wirklich was Besonderes einfallen zu lassen. Auch hier ist es ja jetzt schon so, wir haben das ja alles schon vorbereitet. Da steht jetzt zum Beispiel Hi KP Family, Hi Unterstützer, Mann, wie die Zeit doch rennt. Vor 2 Jahren haben wir hier schon Crowdfunding-Geschichte geschrieben. Nun hasseln wir uns ins 15. Bandjahr, das Jubiläum und wir machen einen Film. Also seid dabei, helft uns. So, dann geht's schon weiter. Realisierungszeitraum. Das heißt quasi, wie viele Tage ich mir geben will, um das dann am Ende zu finanzieren. Du kannst sagen, du machst es in einer Woche. Gibt sicher Leute, die das machen. Gibt aber auch die Möglichkeit, das in 3 Monaten zu machen. Ich habe mich da auch ein bisschen kundig gemacht und für uns war damals der Zeitraum 75 Tage ganz geil. Also du erinnerst dich auch, wir haben darüber diskutiert, wie lange wollen wir es machen. Ja. Da stand, glaube ich, zur Auswahl, ob wir es 2 Monate nur machen oder wirklich 75 Tage, was dann 2,5 Monate sind. Wir haben beschlossen, dass das für uns ganz gut wäre, weil es braucht ja auch erstmal ein bisschen Zeit, bis die Leute alle Bescheid wissen. Erstens mal das und klar, wenn man jetzt irgendwie größere Goodies hat und Leute wollen unterstützen, dann kann man darauf ja auch ein bisschen sparen. Genau. Und das muss man natürlich auch bedenken, dass sich die Leute ja auch da so ein bisschen finanziell vielleicht darauf vorbereiten wollen, wenn sie es unterstützen wollen, dass sie auch die Zeit bekommen. Also die Goodies, wir pflegen das ja nachher ein, sind ja quasi der Gegenwert zu dem, was du anbietest.
Und manche Dinge sind halt ein bisschen teurer als 20 Euro. Also das hat man jetzt einfach nicht mal schnell so auf der hohen Kante. Und deswegen... Direkt von jetzt bis nächste Woche. Ja, genau. Wählt euren Realisierungszeitraum auf jeden Fall realistisch. Also da müsst ihr natürlich auch wieder so ein bisschen die Community kennen. Das heißt ja auch am Ende des Tages alles oder nichts. Ne? Genau. Das ist ganz wichtig, auch zu wissen, dass man, wenn man in dem gesteckten Realisierungszeitraum sein Ziel nicht erreicht, dann geht alles Geld ja auch wieder zurück eben an die Leute, die supportet haben, und man kriegt gar nichts. Das genau. Hat ja auch den Grund, dass man ja sonst nicht gewährleisten kann, dass das Projekt überhaupt zustande kommt. Absolut. Also wenn die Summe, die du dir am Ende ausdenkst, nicht erreicht wird bis zu dem Tag, an dem es zu Ende ist, ja, dann fließt das komplette Geld, das bis dato gesammelt wurde, an jeden Einzelnen, der unterstützt hat, zurück. Also somit haben auch Fans kein Risiko eigentlich erstmal. Also das kann man natürlich dann auch nochmal in der Projektbeschreibung machen. Machen wir später in Ruhe. Okay, unser Realisierungszeitraum. Sagen wir jetzt doch einfach mal bis Dezember 2018, wollen wir uns irgendwie Zeit geben. Zum Beispiel würde ich jetzt sagen 31.12.2018. Da ist auch der Gedanke dabei, dass davor noch Weihnachten ist. Manche Leute bekommen vielleicht noch Geld und genau, haben vielleicht was übrig. Worum geht es jetzt in deinem Projekt? Also das sind natürlich jetzt die wichtigen Fragen, die StartNext auch als Portal hier schon stellt und es dir somit auch erleichtern, quasi herauszufiltern, was will man eigentlich sagen. Also worum geht es in deinem Projekt, haben wir hier schon vorbereitet. Ja, da hast du ja mal einen langen Text geschrieben. Da habe ich einen sehr langen Text geschrieben. Also ich saß auch an diesen Dingen wirklich immer eine Weile. Ja. Wir haben uns ja auch zusammen überlegt, was wollen wir alles so reinbringen, wie soll so die Ansprache der Fans sein. Und da steht jetzt zum Beispiel, 2017 soll ein großes Jahr für uns werden. Es war eben vor unserem Jubiläum. Unser Jubiläum. Und genau, alles, was in diesen Texten steht, kann man sich zum Beispiel auf dieser Seite durchlesen. Die heißt startnext.com/killerpilze. Und dann gehen hier so einzelne Reiter auf. Da klickt man einfach hier drauf und kann sich wirklich mal durchlesen, was wir da damals so geschrieben haben. Worum geht es in unserem Projekt? Ja, bei uns war es ein Filmprojekt und einfach auch ein besonderes, weil wir Material hatten, das es bis dato so in der deutschen Musikindustrie noch nicht gegeben hat. Und das haben wir natürlich hier jetzt auch erzählt. Die komplette Bandgeschichte von den ersten Anfangstagen als jüngste Rockband Deutschlands, über den Aufstieg zu einer der größten Teenie-Bands, das Aus mit der Major Company, Gründung eigenes Labels und so weiter und so fort. Also worum geht es in deinem Projekt mit der wichtigste Punkt? Und hier fügt man dann quasi den Text ein, genauso auch zu, was sind die Ziele, wer ist die Zielgruppe, warum sollte jemand dein Projekt unterstützen und was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung. Und das Ganze sieht dann quasi auf unserer fertigen StartNext-Seite so aus. Der Link wäre, um das nachzuvollziehen, startnext.com/killerpilze. Also alles, was ich mir jetzt gerade eben in dem Schritt auf der anderen Seite ausgedacht habe, steht dann am Ende so hier. Nächste Frage, was benötigen wir? Hier nochmal wirklich erzählen, wofür wir das Geld auch brauchen. Natürlich immer irgendwie die Motivation der Fans im Auge behalten. Was sind die Ziele und wer ist die Zielgruppe? Und das war zum Beispiel ein Riesenpunkt, wo wir viel diskutiert haben. Genau, weil wir uns ja auch da die Gedanken gemacht haben, ist es jetzt nur für unsere Community, für unsere Fans, oder ist es vielleicht auch ein Thema mit dem Film, mit den 15 Jahren, die vielleicht auch für andere Leute interessant sein kann, die einfach auf Filme stehen. Und ist es ja definitiv, deswegen haben wir auch hier geschrieben, nur um mein Beispiel, dich, der die schon immer an uns geglaubt hast, oder der oder die du einen Film einer echten Band sehen willst, der einen schonungslosen Blick hinter die Kulissen liefert. Also wir haben da relativ viele schöne Formulierungen, wie ich finde, gefunden, um unserer Kampagne auch so eine eigene Identity zu geben und nicht irgendwie was abzuschreiben von anderen. Hier nochmal, was ist das Ziel? Warum sollte jemand dieses Projekt unterstützen? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, es sind ja alles irgendwie die gleichen Fragen, wer soll unterstützen und warum und so weiter und so fort. Ja. Das haben wir jetzt nochmal eigentlich als Anlass genommen, ein bisschen zu beschreiben, was das Besondere auch an unseren Goodies ist, also an unseren Geschenken, die quasi Fans nur auf diesem Crowdfunding-Weg bekommen können. Genau, was quasi der Gegenwert ist. Es ist ja keine reine Spende, sondern die Leute bekommen ja was dafür. Genau, es ist auch schon Irrglaube, mit dem man aufräumen muss. Crowdfunding bedeutet nicht,
dass einem Leute Geld schenken und irgendwie man bekommt dann nichts dafür, sondern Projekte vorfinanzieren. Genau, sie finanzieren Projekte vor, was auch bei Startups oder in der Wirtschaft ein ganz normales Prozedere ist. Wenn der Gründer zum Beispiel kein Geld hat, dann holt er sich das Geld auch von großen anderen Konzernen, die an die Idee glauben. Investoren, ja. Genau, und Crowdfunding ist quasi wie für ein Startup, also ein Album, ein Film oder was auch immer, von ganz vielen verschiedenen Investoren vorfinanziert. Dann kommt hier noch eine Frage, was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Und da haben wir jetzt, und das ist nämlich, finde ich, ein super wichtiger Punkt, einfach, dass es transparent ist. Ja, genau. Dass die Leute auch wissen, für was wird das Geld, was ich da gebe, für was wird das eigentlich investiert? Fliegen die da in Urlaub oder chillen auf den Bahamas? Es ist wirklich wichtig, und da sind wir auch wieder beim Stichwort Transparenz, die Leute auch so ein bisschen teilhaben zu lassen. Es ist wichtig, hier sich die Mühe auch zu machen, zu erklären, wofür das Geld aufgewendet wird. Erstens mal ist es für dich selber und für dein Projekt wichtig, eine Kalkulation im Kopf zu haben, die man natürlich vorab schon machen muss. Was kostet zum Beispiel ins Studio gehen? Was kostet es, wenn ich einen Mietmusiker habe? Was kostet es, Fotos für mein Album zu machen? Oder hier jetzt im Film eben ein bisschen schwieriger zu greifen. Was kosten Rechte an Fremdmaterial? Also bei uns für den Film war es ja so, dass wir teilweise auch Sachen aus Fernsehbeiträgen uns zurückkaufen mussten. Genau, dafür muss man Geld bezahlen. Da haben wir Geld eingeräumt, dann die Gagen. Ein Filmemacher braucht natürlich Geld, um diesen Film überhaupt machen zu können, weil es kostet Zeit. Ausstattung und Technik braucht man natürlich. Ja. Kameraausrüstung, Drehgenehmigungen, Motivkosten und so weiter, Reisekosten, Postproduktion und noch viele andere Sachen, die jetzt vielleicht auch gar nicht so interessant sind. Wer da ein bisschen tiefer eintauchen will, kann sich sehr auf der Seite durchlesen. Die sind hier wirklich sehr transparent aufgeschlüsselt. Ja. Und letzter Punkt ist dann, wer steht hinter dem Projekt? Und da ist einfach nochmal eine ganz kurze Beschreibung. Wer sind wir? Ja klar, die Killerpilze und wir schaffen das zusammen. Also das war so natürlich auch ein wichtiger Punkt, den wir dann zum Abschluss der Kampagne genommen haben. Ja. So, die Projektschreibung ist gemacht. Die Projektbeschreibung ist gemacht, genau. Jetzt geht es als nächstes um die Laufzeit, ne? Festzulegen, wie lange ich dem Ganzen geben will. Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen jetzt einfach mal 2 Monate als Richtwert. 8. April, ja. Ende der Finanzierungsphase. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, so, da muss man einfach ein bisschen einschätzen, wie man seine Crowd, seine Fans auch einschätzt. Haben die das Geld schon parat? Müssen die vielleicht noch sparen? Ja. Brauche ich Zeit für die Bewerbung und so weiter und so fort? Also, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Schüler anspreche, ist das ja nochmal ganz anders als Berufstätige zum Beispiel. Absolut. Da muss man seine Zielgruppe einfach genau kennen. Genau, jetzt 8.4., das wären jetzt von hier aus circa 2 Monate. Dann gehe ich hier auf Speichern. Ist der nächste Schritt gemacht? Super. Na, da verschwinden auch die Ausrufezeichen, das ist ein gutes Gefühl. Genau, die roten Zeichen zeigen auch an, wo man quasi noch hin muss. Okay. Jetzt natürlich eine spannende Frage, wie viel will man denn sammeln? Okay. Und du weißt es selber, wir haben uns da auch viele Gedanken gemacht. Sehr viele Gedanken, ja. Am Ende des Tages ist ja auch einfach das Wichtigste, dass man sich ein Ziel steckt, was will ich machen? Und dann aber auch ganz realistisch durchkalkuliert, wie viel muss ich dafür ausgeben? Was wollen andere Leute dafür? Und dementsprechend, wenn ich das in der Größe irgendwie umsetzen will, und ich glaube, den Faktor, wie viel ist realistisch, dass ich einsammle, das sollte man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Weil man selber hat schnell viele Kosten auf der Uhr, aber man muss auch wirklich überlegen, was ist realistisch. Brauchen wir das jetzt wirklich? Ne? Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich für ein Projekt? Wir sind ja immer noch, um es nochmal kurz zurückzurufen, in unserem Filmprojekt. Ja. Und haben damals 35.000 Euro veranschlagt. Die Kalkulation ist ja auch nochmal ersichtlich in dem Reiter, den ich hier schon offen hatte. Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Also hier steht ja auch nochmal drin, für was wir alles Geld veranschlagt haben. Und aus diesen einzelnen Bausteinen setzt sich dann eben die Summe, die große Summe. Jetzt ist es auch hier wieder, Startnext leitet da eigentlich ganz gut durch, Erklärungen zum Funding-Ziel. Ja. Also das ist genau das, was wir jetzt gerade gesehen haben, hier auf der Seite. Das taucht dann hier genau auf, okay, unter der Frage. Was passiert mit dem Geld und so weiter.
So, jetzt kann man hier auswählen, was für eine Provision gebe ich Startnext, dafür, dass sie mir quasi die komplette Infrastruktur zur Seite stellen. Da geht alles von 0 bis 7%. Kann man sich wirklich selber überlegen, was man da abgibt. Andere Anbieter, wie zum Beispiel Pledge Music, nehmen von Haus aus, glaube ich, 9 bis 15%. Okay, ne? Also da gibt es natürlich auch ganz viele Unterschiede bei den unterschiedlichen Plattformen. Wir haben uns damals ja auch ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt, was die Vor- und Nachteile von welcher Plattform sind. Genau. Und wenn man jetzt hier sieht, ich gehe mit dem Regler nach oben und unten im blauen Feld verändern sich die Zahlen. Da sieht man dann quasi, was man bei 35.000 Euro, die wir einsammeln wollen, abgeben würde, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir geben 6% ab. Okay. Wenn man aber natürlich sagt, ich gebe 0 ab, dann gibt man 0 ab. Okay. Dann noch eine Frage, ob man Rechnungen ausstellen kann für seine Unterstützer, weil manche Unterstützer auch eine Rechnung haben wollen, weil sie es womöglich absetzen können bei der Steuer. Mhm. Ist ein bisschen ein schwieriges Thema, haben wir so nie ausgewählt, also kann man das einfach übergehen. Kann man Spendenquittungen ausstellen? Nein, können wir nicht, weil es hier auch nochmal erläutert ist. Nur gemeinnützige Organisationen können Spenden einsammeln. Alles klar. Mhm. Also sind wir hier fertig. Hier bei Hilfe zum Beispiel kann man sich dann Hilfe holen, bei Infos. Kontaktbetreuer ist hier sogar unten links. Also wenn man quasi oben rechts auf diesen Reiter geht, sieht man unten links die direkte Funktion zu seinem Betreuer. Perfekt, ja. Und jetzt sind wir zum Beispiel auch gutes Beispiel. Das ist so rein praktisch. Wir sind jetzt gerade von unserer Seite weg, können aber jetzt relativ leicht wieder darauf zurückgreifen, weil wir sind noch in diesem Teil 1 der ganzen Entwurfphase. Genau, in der Entwurfphase. So, wir waren bei Medien stehen geblieben. Medien sind tatsächlich ein ganz elementarer Teil für eine gute Crowdfunding-Kampagne. Klar, Videos, Bilder, was das Ganze nochmal auch greifbarer macht für die Leute, die dann draufkommen. Man sagt ja auch so schön, ein Bild erzählt mehr als 1000 Worte. Ein sehr philosophischer Spruch. Passt aber auch für eine Crowdfunding-Kampagne perfekt. Hier unten könnte man zum Beispiel auch noch einen Soundcloud-Link einbinden. Musik, ja. Video und Bilder. Um das wieder greifbar zu machen. Zum Beispiel haben wir uns für dieses Filmprojekt, für dieses Titelbild entschieden. Da war einfach der Gedanke dahinter, die Killerpilze einmal 2002 zu zeigen und dann eben auch 2017, klar, also die 15 Jahre. Als Klammer. Mhm. Für uns elementarer Teil war das Video. Das Pitch-Video, wie es bei Start Next heißt, oder auch der Trailer. Mhm. Und, da muss man vielleicht dazu sagen, dass wir da auch schon, weil wir wollten natürlich ein richtig gutes Video machen, damit es direkt von Anfang an super greifbar ist und die Leute auch schon so ein bisschen sehen, was sie erwarten. Ja, dass die Leute heiß macht. Genau, dass wir da auch schon ein bisschen auf eigenes Risiko vorinvestiert haben, damit wir eben diesen Teaser so drehen, so auch online stellen können für die Projektphase. Also in diesem Trailer haben wir natürlich auch die ganzen Erfahrungen aus dem ersten Projekt, das wir vor 3 Jahren gemacht haben, einfließen lassen. Ja. Den Trailer, den anderen von der ersten Kampagne, schauen wir gleich im Vergleich mal dazu an. Aha. Aber das wäre jetzt der große Filmtrailer und Start Next Trailer für den Film, für das Filmprojekt, das wir hier gerade anlegen. Ja, die Killerpilze waren von 0 auf 100 plötzlich Stars, ne? Mein allererster Eindruck war halt so, das ist so Tokyo Hotel mäßig oder so, ne? Und trotzdem kommt man nicht umhin, dass man feststellt, dass alle Klischees, die man jemals über die Musik und über die Fernsehbranche gehört hat, alle wahr sind. Uns ist sehr bewusst, was da draußen los ist und dass wir sie nicht beschützen können. So ist es halt bei der größten Plattenfirma der Welt. Klar, da ist natürlich der Weg zum Absturz jetzt auch nicht weit. Ich erinnere mich an so einen krassen Spruch von Seiten der Plattenfirma, dass sie ja den größten Hit der Welt schreiben könnten. Es würde momentan keinen interessieren. Daraufhin haben ja die Killerpilze einfach den Mittelfinger gezeigt, jetzt erst recht. Ich meine, wir wollten einfach Musik machen, wir waren sau jung, wir wollten einfach auf der Bühne stehen. Dennoch war es uns damals auch schon wichtig, einfach mit der Musik Leute zu erreichen. Das ist so krass. Es gab, glaube ich, wirklich keinen jüngeren Schlagzeuger in Deutschland zu der Zeit. Hi, wer ist da? Hier ist Laura aus Berlin. Ah, hi. Video? Ja, hier ist er. Gut, wir sind gerade bei TV Total. Oh, ist ja geil. Aber du kriegst natürlich ein Gästelistenplatz. Oh. Du hast es auch so gefeiert, wirklich. Ja, halt sie für das Fest. Hier ist der allererste Fernsehauftritt von den Killerpilzen. Wir waren so die neue deutsche Welle der Teenie-Bands. Hallo.
Klar, dass sie zu Universal gegangen sind, ist nachvollziehbar. Ich glaube, das hätten in deren Situation fast alle gemacht. Es war einfach jetzt nicht mehr Chili Dillingen, sondern es war halt Berlin Fünf-Sterne-Hotel. Und das innerhalb von 3 Monaten. Und das war wirklich lebensverändert. Also sie hatten einen engeren Terminkalender als manche Profimusiker, weil eben die Schule noch damit dazu kam. Auf Klingelton Charts sind auf Platz 1. Yeah! Sozusagen der Höhepunkt meiner Karriere. Wenn man ohne viel Geld aufgewachsen ist und hat plötzlich Kohle, dann kann das auch ungesund sein. Also der Ausstieg von Schlagi hat sie extrem getroffen. Der Punkt ist, ich habe in 6 Wochen, ich glaube, 25.000 oder 26.000 Euro für Party machen ausgegeben. Ich meine, das war wichtig, das damals auch in dieser Hype-Zeit nicht zu thematisieren, weil das wäre dann halt die Bildschlagzeile geworden schlechthin. Ich habe damals gesagt, eigentlich müsstet ihr jetzt mal euch kurz mal irgendwie schlafen legen für 2 Jahre und dann fangen wir mit einem anderen Namen nochmal neu an. Die Pilze haben einfach nur das gemacht, was sie machen wollten, schon immer. Auf dem eigenen Label sich mal richtig nochmal irgendwie den Arsch abgearbeitet. Wir sind drei, die lange Beine ist vorbei. Sehr viel Energie, schlaflose Nächte, alles wird da reingebuttert von den Jungs, von jedem Einzelnen. Diese Idee mit dem eigenen Label, da muss ich schon auch sagen, klar, hat man das nach außen hin so promotet, aber die Arbeit haben wir gemacht. Bei der Platte haben wir selber auch Geld eingelegt, trotz Crowdfunding. Rein finanziell können wir noch nicht davon leben. Aber auf der anderen Seite, ja, ist man ja auch Musiker, also man will ja Mucke machen. Also, wenn es nach mir ginge, dürften die Killerpilze so gut wie immer bei uns Support spielen. Wenn die Killerpilze einen Tittenorkan entfachen können, dann ist einfach alles möglich in der Welt des Rock'n'Roll. Ich habe die Band gegründet und mir war klar, ich will am Mikro stehen. Ja, am Ende geht es halt für uns beide darum, dass wir halt alle gewinnen. So. Aber irgendwann war es halt unsicher, wie das jetzt halt weitergeht. Ich will einfach den Leuten nachhaltig im Gedächtnis bleiben als eine Band, die einen ganz einzigartigen Weg gegangen sind. Oh, wir sind immer noch jung. Und wenn du willst, sind wir hier morgen schon auf. Wir sind immer noch jung. So, immer noch jung, der Film. Jetzt auf startnext.de unterstützen. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein Flashback, das jetzt auch nochmal zu sehen. Aber man sieht, wir haben uns auch in diesem Trailer schon sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und um jetzt vielleicht mal einen Vergleich zu haben, dass es nicht immer nach Kino und Fett und so weiter aussehen muss. Das war natürlich auch so ein bisschen die Ambition, dass wir auch so einen Kinotrailer halt natürlich machen wollten. Man kann es auch ganz einfach machen und zwar mit einfachsten Mitteln. Und ich glaube, unser erster Crowdfunding-Trailer von 2014. Den habe ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen. Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, bin auch sehr gespannt. Der gibt, glaube ich, auch einen Einblick, dass man mit seiner eigenen Kreativität und mit seinen eigenen Freunden und mit einem kreativen Team und einfach einer geilen Vision auch schon viel machen kann. Genau, das war ja auch Do It Yourself. Genau, unsere erste Kampagne. Wir hatten auch keine Ahnung und jetzt dann kam dieser Trailer raus.
Geiler Trailer. Mega geil. Ja, echt schöner Trailer. Heiß. Dann krieg ich ja Feelings gleich. Ja. Ich krieg gleich wieder Bock. Aber so sah das damals aus. Also, seht ganz unterschiedliche Art und Weisen, wenn man es nochmal miteinander vergleicht. Das eine richtig groß, à la Kino, das andere was auf dem Feld mit Schildern, die selber genau bemalt sind. Da kann man sich alles ausdenken. Also holt genau euch auch da irgendwie Leute ins Team, eure Freunde, die vielleicht was mit Film am Hut haben. Ja. Und macht zusammen was, weil ihr habt es vielleicht jetzt selber gemerkt beim Anschauen, da bleibt was hängen. Da bleibt noch mehr hängen, als wenn man nur Texte liest. Genau, das, weil das emotionalisiert natürlich auf einer nochmal ganz, ganz anderen Ebene. Also Pitch-Video unbedingt machen und hier einfügen. Genau, und dann Link. Titelbild, das wäre eben das hier. Mhm. Und dann hat man quasi medienmäßig schon mal ganz gut auch vorgelegt. Look, ne? Look ist ja auch wichtig für so eine Look Kampagne. Ist wichtig. Mhm. Und jetzt geht's zu einem auch nicht unwichtigen Punkt, nämlich den Dankeschöns. Das ist wichtig, genau. Am Ende des Tages geht es ja immer um den Gegenwert auch. Was bietet man den Leuten an? Und gerade beim Crowdfunding ja auch diese exklusiven Sachen, die es dann auch vielleicht nur in diesem Rahmen gibt und sonst nie dann anzubieten. Also steht hier auch nochmal, die Unterstützer deines Projekts können sich Dankeschöns als Gegenleistung auswählen, die du hier festlegst. Aha. Und dann sind ein paar Beispiele gegeben und wir können jetzt nochmal konkret gucken, was haben wir denn damals als Dankeschöns ausgesucht. Ich würde jetzt da vielleicht mal zwei, drei rausgreifen, genau, weil es sind sehr viele. Mhm. Zum Beispiel haben wir damals angeboten für 10 Euro eine persönliche WhatsApp-Sprachnachricht, die man von uns bekommt. Das ist natürlich was, das kriegt der normale Fan jetzt nicht. Wir rufen ja nicht bei unseren Fans an. Aber im Rahmen dieser Crowdfunding-Kampagne haben wir geschrieben, hey Crazy, wir schicken dir aus dem Tourbus, Proberaum, Studio, von der Filmpremiere oder zu Hause vom DVD-Schauen eine kleine, nice WhatsApp-Sprachnachricht. Persönlich einzigartig nur für dich. 10 Euro. Super. Ich kann mich noch erinnern, wo wir die aufgenommen haben. Das hat auch mega Spaß gemacht. Gerade weil dann halt natürlich auch mega geiles Feedback ja auch zurückkam. Ja, klar, kommt direkt eine zurück. So, boah, ich sitze gerade in der Arbeit und ich habe mich so geil gefreut, dass ihr mir jetzt hier irgendwie was draufgesprochen habt. Das macht dann halt auch Bock, ne? Was natürlich immer Sinn macht, das Produkt, also das Album, den Film oder was auch immer, direkt anzubieten. Das ist sicher auch eine Sache, die gut verkauft. DVD, immer noch jung, war jetzt bei uns eine Sache, die wir angeboten haben für 25 Euro und zum Beispiel für 30 Euro signiert. Das ist dann auch schon wieder, und mit Unterstützernummer, das ist dann auch schon wieder ein Mehrwert, den man für die Leute, für die Crowd, für die Community liefert. Was dann natürlich auch super spannend ist, dass man sich auch total inspirieren kann von anderen Crowdfunding-Kampagnen, die es schon gibt. Und man guckt, hey, was bieten die an? Kann ich mich da inspirieren? Und dann natürlich zu schauen, hey, was glaube ich denn, was meine Community, was die interessiert. So, was haben wir noch gemacht? Zum Beispiel haben wir... Ach hier, der mit dem Pizza, das ist auch genau was ganz Besonderes. Ja? 150 Euro ist natürlich eine Stange Geld. Ja. Haben wir 5-mal limitiert Killerpilze-Pizza essen bei unserem Lieblingsitaliener, mit uns natürlich. Ja. Und da haben wir ein bisschen was beschrieben. Jedes Dankeschön, dass man quasi auch auf dieser Seite beschreiben muss. Also man pflegt hier die alle ein. Neues Dankeschön zum Beispiel. Aha. Dann legt man hier den Preis fest. Titel, also zum Beispiel jetzt hier Pizza essen. Dann ist hier eine kurze Beschreibung und die voraussichtliche Lieferung. Ja. Also dreiviertel Stunde. Genau. Ist natürlich auch wichtig. Pizza. Also bei der Pizza wird es wahrscheinlich so 20 Minuten sein. Mhm. Jetzt habe ich es auch erst verstanden, was du meinst. Also Killerpilze-Pizza war damals ein Goodie, das wir angeboten haben. Mhm. Und dann auch solche Sachen wie dein persönlicher Song, also den wir nur für diese Person schreiben. Ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit für Leute, die besonders kreativ sind. Oder ein Wohnzimmerkonzert. Da setzen sich die Kosten eben auch wieder daraus zusammen, dass wir mit einer Crew da hinfahren müssen, dass wir Equipment mitbringen und so weiter und so fort. Genau. Da gibt es aber auch Künstler, die machen Wohnzimmerkonzert für 300 Euro. Also da müsst ihr euch einfach selber überlegen. Das kommt ja am Ende des Tages auch immer auf die Produktion an, genau, was man dann auch machen möchte. Genau, und ob man sich nur mit Akustikgitarre hinsetzt oder nicht. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, ganz viele Dankeschöns da einzupflegen. Es gibt Leute, die machen nur 5 Dankeschöns. Es gibt Bands wie uns, die haben 20 reingemacht. Wir persönlich hatten halt den Anspruch, je mehr
Vielfalt es ja gibt, desto besser können sich die Leute einfach unterschiedliche Sachen auch aussuchen. Genau, also immer noch mal mit einer Variation, das macht dann schon was aus. Und da ist natürlich auch wichtig, sage ich mal, wenn man sich sowas überlegt, auch natürlich zu überlegen, wie groß wird das Ausmaß, das dann alles umzusetzen. Ja. Weil am Ende des Tages musst du das, du hast es dann vielleicht gesammelt, du hast Sachen verkauft und die Leistung musst du dann auch bringen. Genau. Und die geht natürlich erstmal auch von deiner Zeit ab, die musst du mit koordinieren. Wenn du sagst, nächstes Jahr will ich das ganze Jahr ins Studio gehen, um das Album zu produzieren, dann musst du währenddessen natürlich aber auch Sachen abliefern. Also das sind tatsächlich Sachen, die man wirklich bedenken sollte. Was ist auch das zeitliche Ausmaß, dass ich mit manchen Goodies, mit manchen Dankeschöns einfach eingehe. Dann kann man hier noch auswählen, Limitierung. Ob es ein limitiertes Ding ist oder nicht. Und natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel CDs oder T-Shirts oder irgendwas verschicken muss an diese Person, braucht man natürlich eine Lieferadresse. Also sollte man das hier anklicken, damit die Fans dann später auch ihre Adresse angeben. Das Gewünschte angeben. Dann auch bekommen, ne? Dass es dann hingeschickt wird. Bei einer Limitierung kann man vielleicht auch noch sagen, dass es schon auch immer noch mal eine Art Mehrwert ist, natürlich. Wenn du jetzt was ganz, also abgesehen davon, wenn du jetzt einen Songschreiben verkaufst für 5 Euro und das holen sich dann 100, dann musst du halt auch 100 Songs schreiben. Genau. Und da muss man sich halt klar sein, ob ich die zeitliche Kapazität dafür habe. Also der Preis muss immer in Relation stehen zu dem, was man dann auch macht. So, und dann kommen wir schon zu ein bisschen persönlichen Daten. Projektstarter, da kann man auch nochmal wirklich seine Daten ausfüllen. Das können wir jetzt eigentlich überspringen. Genau. Name, Vorname, Geburtsdatum und so weiter. Aha. Team. Kann man machen, wenn man will. Da könnte man jetzt zum Beispiel schreiben KP Family. So, dann hat man ein Team, das wird dann auch angezeigt. Impressum, auch nicht ganz unwichtig. Ja. Dass man hier wirklich nochmal aufschreibt, Name der Band zum Beispiel oder des Künstlers, Vorname, Nachname und so weiter. Klar, wer ist verantwortlich für die Inhalte? Das wer ist verantwortlich? Ganz klar dazu. Die Kontaktmenschen von Startnext brauchen natürlich auch einen Ansprechpartner oder auch teilweise Fans, die eine Rückfrage haben. Was bedeutet jetzt, hier steht ja Legitimation. Das ist jetzt ein Punkt, der ein bisschen spröder, theoretischer ist. Natürlich, okay, gehört auch dazu. Natürlich muss bei Startnext oder bei den Plattformen auch irgendwie jemand oder die Daten hinterlegt sein, wo das Geld in dem Falle, dass es dann später eingesammelt wird, wo das Geld auch hingeht. Klar. Mhm. Also da kommt jetzt, da muss man normalerweise eine Legitimation hinschreiben. Also als Privatperson zum Beispiel müsste ich jetzt einen Zettel ausfüllen, den ich dann an Startnext schicke. Das ist aber auch alles hier in der Beschreibungsphase wirklich 1:1 aufgeschlüsselt. Bei uns ist es jetzt so, wir haben schon eine Kampagne gemacht, da könnte ich jetzt einfach dieses Ding nochmal kopieren. Ja. Und dann muss ich hier eben auswählen, wer ist denn der Geldempfänger? Bin ich eine Privatperson? Bin ich vielleicht Kaufmann aus irgendeinem Grund? Bin ich in der GbR? Also wenn man eine Band hat, hat man irgendwann vielleicht auch eine GbR. Ja. Eine GmbH ist eher unwahrscheinlich und dann gibt es eben noch viele andere Sachen, aber ich denke, für die meisten Leute würde zutreffen Privatperson oder eben GbR. Und dann speichere ich das hier, habe auch diesen Punkt. Jetzt schauen wir mal, was sich tut. Ich gehe nochmal hier auf 1 zurück. Wir haben jetzt quasi alles bis auf die Medien. So. Jetzt steht hier, um in den nächsten Schritt zu kommen, und das können wir jetzt natürlich nicht mehr alles machen, in die Startphase wechseln. Das bedeutet, wenn deine Projektseite vorbereitet ist, also wenn wirklich alle Bilder eingepflegt sind, alle Dankeschöns, alle Texte, dann kann man die Startphase beantragen. Ich muss jetzt mal gucken. Das wäre jetzt der Punkt, dass man hier auf diese Seite klickt. Also wir waren jetzt hier bei Nummer 2. Ja. Gehen dann auf Startphase, aber auch wirklich erst in dem Moment, wo ich mir sicher bin, ich bin jetzt zufrieden, alle Texte sind schön, die Bilder sind passend, ich habe mein Video eingepflegt, auch die Dankeschöns. Ja. Man kann danach immer noch, auch wenn es in der Startphase ist, noch Sachen verändern. Denn die Startphase ist dafür da, dass die Leute von Startnext auch mal deine Seite beurteilen. Also die sagen dir vielleicht, hey, da würde ich noch mal irgendwie ein bisschen genauer werden, da würde ich noch mal was beschreiben. Da gibt es dann noch mal Feedback auch. Genau. Und man kann dann auch noch mal reingehen. Weil wir natürlich, jetzt im Speziellen hier als Killerpilze nicht noch eine zweite Filmkampagne machen, drücke ich jetzt nicht hier drauf auf in die Startphase. Aber im Grunde habt ihr jetzt, glaube ich, schon mal einen Einblick, wie detailliert hier auch beschrieben wird, was man alles machen muss. Genau, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben dann dieses Projekt gemacht, vielleicht gehen wir noch mal auf unsere Seite.
dann geht natürlich die heiße Phase erst los. Ne? Genau. Also was, ich meine, wir haben uns da damals ja auch ziemlich, wir haben uns 75 Tage als Zeitrahmen gesetzt und dann heißt es natürlich auch, du hast es vorher ganz schön gesagt, Nerven, Nerven, Nerven auch. Genau. Und die Leute irgendwie darauf aufmerksam machen, dass da irgendwie was passiert. Zum Beispiel hier in diesem angedeuteten Viereck, das ich gerade anzeige. Ja. Homepage, Facebook, Twitter, ich weiß gar nicht, was wir sonst noch hatten. Das sind natürlich Sachen, die man unbedingt einbeziehen sollte. Instagram, YouTube, alles, was euch als Kanäle zur Verfügung steht. Aber natürlich auch zu Hause bei der Oma beim Kaffee erzählen, dass man jetzt Geld sammelt und so weiter. Also erzählt den Leuten wirklich auch. Denn eine gute Start-Next-Kampagne oder Crowdfunding-Kampagne ist natürlich nichts wert, wenn keiner, wie genau vorhin auch bei Musik und so, wenn keiner drüber Bescheid weiß. Die ganz Leute müssen es wissen. Da gibt es zum Beispiel dann aber auch bei Startnext selbst nochmal Möglichkeiten. Die Fans können sich ja quasi hier auch als Fans für das Projekt registrieren. Sollte man vielleicht auch dazu sagen, auch die Fans müssen sich ganz kurz bei Startnext registrieren. Es geht aber super schnell. Das ist sehr, sehr einfach und unkompliziert. Mhm. Die werden dann hier als Fans aufgeführt. Und um diese Leute, die schon auf deiner Seite waren, und viele melden sich auch erstmal an, und machen dann erstmal gar nichts und man denkt sich, hä, warum haben die jetzt nicht gleich was gekauft? Es ist einfach wirklich so, dass viele Leute erst sparen wollen, sich das nochmal überlegen. Genau. Aber damit du die Leute zum Beispiel hier erreichst, gibt es auch bei Startnext eine Funktion wie Kommunikation und Blog. Das sieht dann so aus, das ist ein ganz normaler Blog und da kann man dann zum Beispiel auch im Laufe seiner Kampagne immer mal wieder schreiben, hey, ein Update, hey Leute, wir haben jetzt irgendwie 30% erreicht, genau, wir sind jetzt, komm, bis nächste Woche machen wir das Ding irgendwie voll. Oder und auch ganz andere Sachen, wir sind gerade auf Tour und würden uns freuen, wenn ihr jetzt mal reinschaut und so weiter. Genau, das ist natürlich wichtig, es ist mit so einer in die Startphase gehen. Also haben wir ja gemerkt, irgendwie zweimal, da geht es dann erst tatsächlich los. Auch wenn davor irgendwie schon eine große Blase ist, mit was man sich auseinandersetzen muss, geht da, okay, jetzt spricht man drüber und dann wird es auch ernst. Man hat auch eine Deadline. Quasi. Und der normale Verlauf von so einer Crowdfunding-Kampagne ist auch, es gibt eine große Anfangseuphorie, die ersten Leute kaufen direkt was und man denkt sich, wow, super, das läuft richtig gut an. Und dann ist es, je nachdem, wie lange das Projekt geht, auch oft so, dass teilweise mehrere Tage, mehrere Wochen, ganz wenig nur passiert und man denkt sich, oh Gott, werden wir das wirklich schaffen? Mhm. Es zählt wirklich bis zum letzten Tag und bis nicht der letzte Tag verstrichen ist, kann man nicht sagen, ob so eine Kampagne wirklich läuft oder nicht. Und gegen hinten raus werden die meisten Leute was kaufen, weil sie haben ihr Geld gespart, sie haben jetzt sich vielleicht mit der Sache mal beschäftigt. Klar. Also wirklich bewerben, promoten, nerven bis zum letzten Tag, damit so ein Projekt dann auch wirklich erfolgreich und zwar kann. Rechtzeitig. Nicht irgendwie so, hey, heute ist der letzte Tag, weil dann liest einer morgen und dann ist es leider schon, du musst es auch immer ein bisschen ankündigen. Und man hat jetzt gesehen, 47.000 Euro, sehr, sehr viel Geld von 475 Leuten, was jetzt erstmal nicht nach vielen Leuten klingt, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man auch große Summen an Geld mit wenigen Leuten auf viele Schultern verteilt stemmen kann. Also das sind hier so circa 100 Euro im Durchschnitt pro Person. Und das ist natürlich was wahnsinnig Tolles für Crowdfunding, dass man auch mit wenigen Leuten große Sachen bewegen kann. Mhm. Und wenn alles gut läuft, wenn du es gut beworben hast, wenn du dir Mühe gegeben hast und deine Texte, dein Video und so weiter mit viel Herzblut gemacht hast, dann steht hier Projekt erfolgreich. Nee, es ist echt schön. Ich meine, für uns kam ja Crowdfunding auch wie gerufen. Ne? Ansonsten hätten wir ja auch kein Album oder einen Film veröffentlicht. Ja. Also ja, es ist eine super Möglichkeit für eigene Projekte, für alles, was mit Kreativität zu tun hat, einfach auch einen finanziellen Ausgleich zu finden. Voll. Investoren. Und die braucht man einfach, um auch Schritt für Schritt aus seinem Zimmer rauszukommen, die Musik an viele Leute zu bringen. Deswegen Crowdfunding, mega Möglichkeit und sollte man unbedingt nutzen. Könnte ich auch jedem empfehlen, der Bock hat, irgendwie sich da kreativ auseinanderzusetzen und da Herzblut reinzugeben, das nutzt es. Also es wird auch wahrscheinlich in vielen Jahren weitere Möglichkeiten geben, aber Crowdfunding ist jetzt eine, Patreon kommt jetzt noch als neue Plattform. Werdet auf jeden Fall aktiv, also man sollte das machen.